Gut, dann fange ich mal an. Also ja, wie gesagt, ich arbeite hier im Max-Selbe-Zentrum in Berlin-Buch und leite da die Stammzellplattform oder pluripotente Stammzellplattform. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das MDC sich befindet. Also Berlin ist ja relativ groß. Wir haben verschiedene Standorte, Forschungsstandorte und Buch ist ungefähr hier oben. Und das ist quasi eine Karte von unserem oder ein Lageplan von unserem Institut. Und unser Labor befindet sich hier in dem Haus 27. Das ist das Walter-Friedrich-Haus. Und in diesem Gebäude befinden wir uns seit 2014. Ja, was machen wir ja eigentlich? Also, wie schon erwähnt, leite ich die Technologieplattform. Technologieplattform ist quasi eine Einheit, die den jeweiligen Arbeitsgruppen des MDCs den Zugang zu spezialisierten Technologien erleichtern soll, um halt spezifische Fragestellungen beantworten zu können. Und in dem Fall fokussieren wir uns auf Stammzellen und im Speziellen auf pluripotente Stammzellen, die wir quasi aus Patientenmaterial gewinnen. Also wir gewinnen ausdifferenziertes Zellmaterial wie Hautzellen, Blutzellen oder Urin, aus dem Urin isolierte Endothelzellen. Die werden durch einen Prozess, der sich Reprogrammierung nennt, in sogenannte pluripotente Stammzellen überführt. Und dann werden diese Zellen ausgereift in spezialisierte Zellen wie Herzmuskelzellen oder Neuronen. Wie gesagt, eine Stufe weiter sind dann die 3D-Modelle, wo es dann nicht mehr um 2D-Zellkultursysteme geht, sondern um dreidimensionale Gebilde, wo mehrere Zellsysteme zusammenspielen. Also das war Thema der letzten Vorlesung. Zusätzlich machen wir oder können wir in diesen pluripotenten Stammzellen das Genom editieren, also gezielt genetische Modifikationen einführen oder korrigieren. Aber da werde ich nochmal auf die einzelnen Punkte genauer drauf zugehen. Nur, dass Sie erstmal wissen, was wir hier eigentlich machen, als Service anbieten und wie wir zu diesem Institut quasi zugehören. Wir sind eine relativ große Gruppe. Initial waren wir 2014 quasi gegründet worden und damals gab es quasi meine Position und die Position einer Technician. Und jetzt haben wir verschiedene Gruppen oder Subgruppen. Wir beschäftigen uns einmal mit kardiovaskulären Fragestellungen, mit Neurofragestellungen, Organoiden und dem Genom editieren. Das ist quasi alles Part unseres Services, den wir quasi für das MDC anbieten. Unser eigenes wissenschaftliches Interesse bezieht sich auf Stammzellen und der Arterhaltung und auch auf der Automatisierung von speziellen Prozessen, um das halt in die Masse zu bringen. Also, steige ich jetzt mal ein. Das war es jetzt quasi, um ein bisschen einen groben Rahmen zu geben, was wir hier machen, wo wir uns befinden. Und jetzt spreche ich über Stammzellen. Also Stammzellen, was bedeutet der Begriff Stammzellen? Der ist schon sehr alt und wenn man sich mit verschiedenen Leuten über Stammzellen unterhält, verstehen verschiedene Leute unterschiedliche Dinge von Stammzellen. Im Allgemeinen gilt aber, eine Stammzelle kann einen sogenannten Selbsterneuerungsprozess durchlaufen, wo quasi sich eine Mutterzelle in zwei identische Tochterzellen ausdifferenzieren kann und so zur Homöostase des jeweiligen zellulären Pools quasi beifügen kann. Des Weiteren kann eine Stammzelle sich differenzieren, also in spezialisierte Zellen ausreifen. Und das können unterschiedliche Zelltypen sein, je nachdem, mit welchen Stammzellen wir uns quasi beschäftigen. Und da muss man auch die erste Klassifizierung quasi vornehmen. Also man kann die Stammzellen aufgrund ihrer Potenz, ihres Entwicklungspotenzials quasi klassifizieren. Also man spricht von totipotenten Zellen. Totipotente Zellen sind Zellen, die quasi den gesamten Organismus und das extraembryonale Gewebe abbilden können. Diesen Zelltyp findet man quasi nur in der befruchteten Eizelle oder im Zweizellstadium.
im weiteren Fortlauf der Differenzierung oder der Reifung spricht man dann von pluripotenten Stammzellen. Diese Zellen können aus der Mobula oder aus der Blastozyste isoliert werden. In der Blastozyste haben wir die sogenannte innere Zellmasse. Und wenn man diese innere Zellmasse in die, also isoliert und in vitro kultiviert, spricht man von pluripotenten embryonalen Stammzellen. Und pluripotent heißt in dem Zusammenhang, dass sie quasi alle Keimblätter des sich entwickelnden Organismus abbilden können. Eine weitere Differenzierung erfolgt in der weiteren Reifung oder Differenzierung der Zellen im embryonalen oder adulten Stadium. Dann spricht man von multipotenten oder omnipotenten somatischen Stammzellen. Das sind Stammzellen, die ein eingeschränktes Differenzierungspotenzial haben. Die können sich quasi nur noch in eine spezifische Gewebslinie entwickeln. Also hämatopoetische Stammzellen zum Beispiel können sich nur in verschiedene Zelltypen des Blutsystems ausdifferenzieren. Ich werde jetzt ein bisschen mehr über adulte somatische Stammzellen erzählen, obwohl das jetzt hier nicht in meiner Expertise im Allgemeinen liegt. Wie gesagt, wir beschäftigen uns eher mit den pluripotenten Stammzellen. Also adulte Stammzellen findet man in verschiedenen Geweberegionen, vor allem im Nervensystem, sogenannte neuronale Stammzellen, wie erwähnt hämatopoetische Stammzellen und mesenchymale Stammzellen. Wie gesagt, diese Stammzellen haben eingeschränktes Differenzierungspotenzial und können sich im Fall von mesenchymalen Stammzellen in Fettgewebe, Knorpel oder Knochen ausreifen. Hämatopoetische Zellen, wie gesagt, können alle Zelltypen des Blutes abbilden. Neuronale Stammzellen können halt verschiedene Subtypen oder neuronale Subtypen abbilden. Ein weiteres Beispiel sind Darmstammzellen, die quasi in dem Fall sich in Goblet-Zellen, endokrine oder Panath-Zellen differenzieren können und quasi sich, das ist quasi ein Ausschnitt aus dem Darmgewebe, in den sogenannten Krypten, in der Basis der sogenannten Krypten befinden und während der Reifung quasi in den jeweiligen Zelltypen ausdifferenzieren. Das soweit zu adulten Stammzellen. Wenn Sie dazu eine Frage haben, können Sie mich gerne, wie gesagt, im Nachgang nochmal fragen oder einfach eine Frage in den Chat stellen. Wie gesagt, unsere Expertise liegt in den pluripotenten Stammzellen und dabei unterscheiden wir zwischen embryonalen Stammzellen, die sich quasi aus der inneren Zellmasse ableiten, die man aus den sich entwickelnden Blastozysten gewinnt. In Deutschland ist die Forschung mit embryonalen Stammzellen eingeschränkt. Wir dürfen nur embryonale Stammzellen verwenden, die vor dem Stichtag 1. Mai 2007 gewonnen wurden. Also wir dürfen keine Embryonen für die Stammzellforschung quasi zerstört werden. Und wir dürfen nur Zellen benutzen, die vor diesem Stichtag im Ausland generiert wurden. Genau, das so viel zum rechtlichen Hintergrund, dass man das erstmal weiß. Wie sehen die Stammzellen in der Zellkultur eigentlich aus? Das ist jetzt eine Phasenkontrastaufnahme von einer Stammzellkultur. Was wir hier sehen, sind quasi verschiedene Stammzellinseln. Man könnte denken, dass es sich hierbei um einzelne Zellen handelt, aber wenn man ein bisschen genauer ranzoomt, ist das quasi ein Cluster von verschiedenen Einzelzellen sieht man hier in dem vergrößerten Ausschnitt. Jeder dieser einzelnen Punkte entspricht quasi einer einzelnen Stammzelle, die zusammen eine Kolonie ergeben. Und was auffällig ist, normalerweise bestehen Zellen aus Zytoplasma und dem Zellkern. In dem Fall ist es so, dass die Stammzellen zu 90% aus dem Zellkern bestehen. Also es ist kaum ein zytoplasmatisches Areal drumherum zu erkennen. Sehe ich, hier ist gerade eine Frage. Weiß man, wie viele Typen adulter Stammzellen es gibt? Wie gesagt, ich könnte nochmal zurückgehen auf dieses eine Bild, was ich hier gezeigt habe. Man nimmt an, dass von
allen Organtypen es quasi adulte Stammzellen gibt, die quasi die Regeneration des Gewebes ermöglichen. Aber nicht von, es ist noch nicht möglich gewesen, von allen das sofort zu isolieren. Also Lungenstammzellen ist quasi noch kontrovers diskutiert, ob der Zelltyp, den man dafür hält, wirklich alle Anforderungen erfüllt. Am besten charakterisiert sind, wie gesagt, die aus dem Darm, aus den Nerven, aus dem Blut, mesenchymale Stammzellen, aus dem Herz zum Beispiel. Ein Herz ist ja kein regeneratives Organ sozusagen. Da gibt es keine Stammzellpopulation, die beschrieben ist. Und dahingehend mein Kommentar, also aus regenerativen Organen ist es bekannt. In den letzten Jahren gab es auch diese sogenannte Cancer Stem Cell Theorie, dass einzelne entartete Zellen quasi Krebs verursachen und dass das auf eine einzelne Zelle zurückzuführen ist. Aber das ist bis jetzt noch nicht 100% bewiesen. Mein Wissensstand ist, dass man immer noch ein Cluster von mindestens 50 Zellen haben muss, um quasi Cancer von einem Tier zum anderen zu transferieren. So viel dazu. Wie gesagt, das ist eine Stammzellkolonie. Die Stammzellkolonie besteht aus einzelnen Stammzellen, die vornehmlich aus einem dominanten Nukleus hervorheben. Wie wir die charakterisieren? Erstens anhand der Morphologie, also wie die sich unter dem Phasenkontrastbild darstellen und anhand der Expression verschiedener Transkriptionsfaktoren, also verschiedener Gene innerhalb der Zellen. Hier werden zum Beispiel zu nennen in embryonalen Stammzellen der Transkriptionsfaktor OCT4, SOX2, NANOC, das sind typische charakteristische Transkriptionsfaktoren, wenn die hergestellt werden in der Zelle, dass man von pluripotenten Stammzellen spricht. Man muss da jedoch ein bisschen Vorsicht walten. Nicht der einzelne Faktor an sich, wenn ich jetzt zum Beispiel nur SOX2 in der Zelle finde, heißt es nicht, dass es zwangsläufig eine pluripotente Stammzelle vor mir habe. Es kann auch sein, dass es eine Nervenzelle ist, in der auch SOX2 als Transkriptionsfaktor vorhanden ist, aber die Kombination von mehreren Transkriptionsfaktoren definiert den jeweiligen Status der Zellkultur. Also wie gesagt, einmal anhand intrinsischer Faktoren, die innerhalb der Zelle hergestellt werden und anhand von Oberflächenmolekülen. Und wenn wir eine Kombination verschiedener Faktoren nachweisen können, können wir quasi den pluripotenten Zustand der Zellen beweisen. Und so sieht das ungefähr unter dem Fluoreszenzmikroskop aus. Ein eingehendes Charakteristika für die Pluripotenz. Pluripotenz heißt, sie haben ein uneingeschränktes Entwicklungspotenzial in vivo und in vitro. Das heißt, die Zellpopulation unter den entsprechenden Einflüssen können sich in alle drei Keimblätter, die unsere Gewebe aus unserem Körper abbilden, differenzieren. Also können sich in Endoderm, Mesoderm und Ektoderm ausdifferenzieren. In vivo bedeutet es, wenn man diese Zellpopulation in eine genmanipulierte Maus injiziert, wachsen die Zellen in spezielle Gewebetypen heran. Und dasselbe sehen wir, wenn wir die Zellen in vitro, quasi in der Zellkulturschale, mit spezifischen Wachstumsfaktoren oder chemischen Molekülen behandeln, können wir Herzmuskelzellen, Neuronen oder Darmgewebe herstellen. Warum ist das so interessant? Warum hat man so viel Interesse an diesen Zellen? Also zum einen in der regenerativen Medizin, also initial 1998, als zum ersten Mal die Isolation von embryonalen Stammzellen beschrieben wurde, hat man gehofft, dass in wenigen Jahren es möglich ist, komplexe Organe
zu züchten und damit quasi Herzinfarktpatienten oder Leberschadenpatienten zu helfen. Da sind wir auch jetzt fast 40 Jahre oder 30 Jahre noch weit weg. Wofür wir die Zellen jetzt vornehmlich nehmen, ist Toxicity-Tests, also neue Medikamente werden auf spezifischen Zellen getestet. Also früher zum Beispiel wurden Herzmedikamente an veränderten Nierenzellen getestet, die einen bestimmten Transporter, den man eigentlich nur im Herz finden, herstellt. Das war natürlich sehr ungenau. Und jetzt kann man quasi neue Medikamente direkt auf Herzmuskelzellen testen, die quasi direkt von einem Patienten oder von einem gesunden Kontrollindividuum abstammt. Für gewisse Teststudien eignet sich dieses Gewebe oder zum Studium oder zum genauen Verständnis der Krankheitsausbildung. Also wie gesagt, wir können diese Zellen in der Zellkultur in verschiedene spezialisierte Gewebe ausdifferenzieren und dann mit einem gesunden Gegenpart vergleichen und anhand dieses Vergleichs eventuell den Krankheitsverlauf besser verstehen und neue Medikamente zu entwickeln. Also das ist quasi das Haupteinsatzfeld dieser Zellen bei Medikamententestung und Krankheitsmodellierung. Jetzt haben wir quasi von embryonalen Stammzellen gesprochen, embryonalen Stammzellen, die pluripotent sind. Hier zeigt sich das ethische Problem. Bisher konnte man diese pluripotenten Stammzellen nur dadurch gewinnen, dass man einen in sich entwickelnden Embryon zerstört und daraus quasi die innere Zellmasse in Kultur nimmt. Deswegen versuchten verschiedene Wissenschaftler zu verstehen, wie man diesen pluripotenten Zustand auch auf andere Art und Weise generieren kann. Und in dem Fall kommt dann die Klonierung zum Tragen, indem man eine Eizelle entnimmt von einem Spender, die Kerninformation extrahiert und ersetzt durch den Kern oder die DNA, die extrahiert wurde aus einer somatischen, also ausdifferenzierten Zelle, wie zum Beispiel einer Hautzelle oder Muskelzelle. Die so veränderte Eizelle wird chemisch oder elektrisch zur Teilung angeregt, wodurch sich die normale embryonale Entwicklung in Gang setzt, wo man dann quasi ohne Leben zu zerstören, quasi den embryonalen Zelltypen isolieren kann und auch eine embryonale Stammzellkultur herstellen kann. Jamie Thompson war der Erste, der das auch zeigen konnte, dass das quasi auch so weit geführt werden kann, dass man ganze Tiere, in dem Fall Frösche, quasi wiederherstellen kann. In dem Fall hat er es genauso gemacht, hat quasi aus dem Darmgewebe Zellen entnommen, das Kern oder die DNA isoliert, den Kern in eine entkernte Eizelle oder Ei vom Frosch überführt und konnte dadurch wieder einen kompletten Embryo oder einen kompletten Frosch erzeugen. Er hat auch gezeigt, dass man Teile dieses sich entwickelnden Embryos wieder in einen neuen Embryo überführen kann und auch da gibt es Integration oder Hybrid-Tiere, die entstehen, was zeigen konnte, dass die Zellen, die transplantierten Zellen, quasi an der kompletten Embryogenese teilen. Ja, 1996 wurde es dann das erste Mal gezeigt, dass es auch bei einem Säugetier möglich ist, im Fall vom Dolly. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel erwähnen, das kennt, glaube ich, jeder. Dolly, das Klonschaf. Folgt demselben Prinzip, quasi des Nukleartransfers, der Aktivierung, chemisch oder elektrischen Aktivierung der Zellteilung und dann dem
Embryotransfer in eine Leihmutter. Und ja, auf diesem Wege gelang 1996 die Klonierung dieses Schafs. Problematisch war, dass dieser Prozess äußerst ineffizient war und eine hohe Mutationsrate hatte. Ich habe hier mir einer von 400 Embryonen überlebt, in der Regel diese Prozedur. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, was mich selber interessiert hat. Für Dolly waren es 277 Embryonen, die sie benutzt haben, und 27 dieser oder Eizellen, und über 277 Eizellen haben sich 27 Embryonen entwickelt, wo quasi nur ein Embryo quasi sich bis zu Dolly weiterentwickelt hat. Also man sieht, dass quasi diese Methode relativ ineffizient ist. Aber technisch möglich. Und was zeigt uns diese Methode? Dass sich innerhalb der Eizelle oder innerhalb des Zellkerns alle Informationen vorhanden sein müssen, die quasi pluripotente Zellen hervorbringen können. Dahingehend ging es dann einen Schritt weiter, und zwar 2006 wurde dann beschrieben, welche dieser Faktoren quasi in den Zellen vorhanden sind, die quasi die Pluripotenz steuern. Das sind die sogenannten Reprogrammierungsfaktoren oder Pluripotenzfaktoren, die von einem Wissenschaftler aus Japan beschrieben wurden, Shimi Yamanaka. Das sind Transkriptionsfaktoren, SOX2, KLF4, OCT4 und CMYC. Und was das Forscherteam um den japanischen Wissenschaftler gezeigt hat, dass wenn man diese vier Faktoren artifiziell in somatische Zelltypen wie Fibroblasten einbringt und die Zellkulturbedingungen anpasst, dass man einen pluripotenten Stammzelltyp herstellen kann, unabhängig von der Zerstörung einer Blastozyste oder des Klonierens. Dieser neue Zelltyp wird induzierte pluripotente Stammzellen genannt. Induziert, weil man quasi die Pluripotenz in den somatischen Zellen quasi angeschoben hat, mit der Überexpression oder vermehrten Herstellung dieser Transkriptionsfaktoren. Diese induzierten pluripotenten Stammzellen sind quasi nicht zu unterscheiden, morphologisch oder vom Äußeren, von den embryonalen Stammzellen, und besitzen dasselbe Potenzial. Sie können sich, wie gesagt, in Ektoderm, Mesoderm, Endoderm differenzieren und sogar in keimbaren Zellen ausreiten. Da gibt es jetzt auch einige Fragen zu. Ja. Aus dem Chat. Die erste Frage war, wie lange lebt diese Zelle? Ich weiß jetzt gar nicht. Wahrscheinlich die pluripotente Zelle. Ich nehme an, die pluripotente Zelle ist wie eine Krebszelle, die kann unendlich quasi in Zellkultur gehalten werden. Durch die zellulären oder Zellkultureinflüsse steigt über die Zeit natürlich die Rate an Mutationen, aber prinzipiell ist es ein immortaler Zelltyp, der quasi indefinitely quasi sich in Zellkultur weiter teilen kann. Also das war quasi eins der Hallmarks, was ich gezeigt habe am Anfang. Sie können sogenannten Selbsterneuerungsprozess durchlaufen, also dass eine Mutterzelle sich in zwei identische Tochterzellen ausdifferenziert oder nicht ausdifferenziert teilt, und die teilen sich dann wieder und wieder und wieder, und auf diese Art und Weise bleibt quasi die Information erhalten. Nur wenn die äußeren Umstände sich ändern, können diese Tochterzellen sich dann halt ausdifferenzieren, ausreifen und verlieren dann ihr Selbsterneuerungspotenzial. Okay, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Und dann gab es noch eine Rückfrage zu Dolly. Und zwar, warum dann nur so wenige Embryonen überleben, ob das wegen der Mutation so ist. Können Sie es nochmal wiederholen? Warum bei Dolly nur so wenige Embryonen von diesen über 277, die da hergestellt wurden, überlebt haben, ob das wegen der Mutation so ist? Ja, wie gesagt, das ist alles ein artifizielles System, und diese
chemische Aktivierung ist ein sehr harscher Prozess. In dem Fall denke ich, dass die äußeren Kultivierungsbedingungen nicht optimal sind und auch Mutationen eine Rolle spielen, ja. Also die Technik ist noch nicht 100% ausgereift. Die ist natürlich jetzt viel besser, weil das auch in der Agrarwissenschaft schon angewendet wird. Aber ja, ist trotzdem noch nicht da, wo man eventuell hin würde wollen. Und ich hätte da auch noch eine kurze Zwischenfrage zu. Wie muss man sich das vorstellen? Diese 277 erzeugten Embryonen werden dann aber erstmal in der Petrischale quasi gezüchtet und erst später in ein Schaf überführt? Also man entnimmt also 277 Eizellen entnimmt man von Spendertieren. Die Eizellen werden dann quasi in vitro, also außerhalb des Organismus, gereift. Also die müssen noch einige Teilungszyklen durchlaufen, bevor sie quasi zur Befruchtung oder zur Klonierung bereitstehen. Und das passiert alles in vitro. Und wenn die dann chemisch oder physikalisch zur Teilung angeregt werden, teilen die sich weiter. Und wenn das alles glatt läuft, kommen halt nur ein gewisser Prozentsatz an Zellen heraus, die quasi dann eingesetzt werden. Also es waren dann halt 27 oder 24 Embryonen, die im Endeffekt überhaupt eingesetzt wurden. Also der Großteil der Experimente verläuft quasi in der Zellkulturschale. Okay, vielen Dank. Und dann gab es noch eine oder mehrere Fragen. Ja. Entstehen durch epigenetische Veränderungen in der DNA der Körperzellen Probleme bei der Herstellung der Embryonalzellen? Und welche Probleme entstehen durch die Anwesenheit fremder Mitochondrien? In dem Fall gibt es keine fremden Mitochondrien, im Fall der Reprogrammierung, im Fall der Klonierung, korrekt, war bei Dolly war es so, dass die mitochondriale DNA nicht vom Spender, sondern noch von der Leihmutter oder nicht von der Leihmutter, von der Eizelle, vom Eizellspender kam. Also dass das nicht eine komplette Klonierung war. Aber jetzt im Fall der induzierten Reprogrammierung ist das kein Problem mit der mitochondrialen Erbinformation. Das Einzige, was hier problematisch ist, ist quasi, wenn man Zellmaterial gewinnt, zum Beispiel Fibroblasten, die einer erhöhten Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Die können im Laufe des Lebens natürlich verschiedene Mutationen angereichert haben, die sich dann auch in die Stammzellpopulation überführt. Also quasi, wenn man induzierte pluripotente Stammzellen aus diesen Hautzellen dann macht, kann man schon gewisse Veränderungen sehen. Deswegen, wenn man diese Zellen herstellt, wird das Material meistens hier unter dem Arm entnommen oder vom Hintern. Da wird es auch ganz gern genommen, wo halt wenig UV-Licht drankommt. Ja. Okay, alles klar, vielen Dank, wird gesagt, für das Beantworten der Frage. Oh, und eine Nachrückfrage gab es dann doch noch, ob die induzierten pluripotenten Stammzellen in Deutschland uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Ja, also da gibt es keine ethischen Bedenken, weil kein Embryo dafür zerstört oder ja, geopfert werden muss in dem Sinne. Ist quasi ein artifizielles Zellkultursystem, was einen pluripotenten Stammzellzustand herstellt, der quasi identisch ist mit embryonalen Stammzellen. Das ist jetzt hier auch quasi so. Also die induzierten pluripotenten Zellen sind nahezu identisch mit den embryonalen Stammzellen isoliert aus dem sich entwickelnden aus der sich entwickelnden Blastozyste. Kontrovers wird noch diskutiert, ob nicht nur genetische Faktoren eine Rolle spielen, sondern auch epigenetische Faktoren, also Veränderungen im Methylierungs- oder Acetylierungsmuster der DNA. Aber die
einhellige Meinung ist diesbezüglich, dass Methylierungsmuster, die zum Beispiel in den ausdifferenzierten Zellen vorhanden sind, über die Zeit, also in verschiedenen Passagen in Kultur, verloren gehen und dann quasi auf ein Null-Level zurückversetzt werden. Okay, vielen Dank. Ja, das ist der werte Herr, der das quasi erfunden hat, Shinya Yamanaka. 2006 hat er das gezeigt bei Mauszellen. Wie gesagt, er hat diese pluripotenten Faktoren, die quasi vermehrt in Eizellen und exprimiert werden, im Zytoplasma oder im Kern von einer Eizelle, identifiziert, synthetisch hergestellt und dann artifiziell in somatische Zellen wie Fibroblasten quasi überführt. Dafür gab es den Nobelpreis 2012 zusammen mit Gordon, der quasi den Frosch kloniert hat. Was hat er genau gemacht? Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Experiment. Also es wird jetzt ein bisschen experimentell, aber ich bleibe trotzdem sehr an der Oberfläche. Also was hat er genommen? Er hat quasi embryonale Fibroblasten aus der Maus genommen. Also Fibroblasten, die er vom Schwanz einer neugeborenen Maus isoliert hat. Diese Maus ist aber gentechnisch verändert gewesen. Quasi wenn die Zellen ein gewisses pluripotentes Gen, das OCT4-Gen zum Beispiel, herstellen, werden die grün. Und das war quasi sein Reporter, also sein Readout für das Experiment. Warum grün? Naja, das ist ein Werkzeug über GFP, grünfluoreszierendes Protein. Das ist ein Werkzeug, was in der biomedizinischen Wissenschaft sehr häufig zum Einsatz kommt, um halt gewisse Prozesse innerhalb der Zellkultur visualisieren zu können. Dieses Protein oder Gen wurde aus einer Qualle isoliert und fluoresziert nach Anregung mit UV-Licht. Und wenn man dieses GFP-Gen an endogene, andere Gene koppelt, kann man verschiedene physiologische Prozesse nachweisen. In dem Fall ist hier quasi der Zellkern grün gelabelt und in dem Fall quasi spezielle Zellen in der Nacktmaus. Also wie gesagt, das ist für uns ein Reporter, ein visuelles Signal, dem wir quasi vertrauen können. Also Yamanaka hat quasi diese Zellen genommen, die, wenn die in Richtung pluripotente Stammzellen sich entwickeln, werden die grün. Gut, das war sein Ausgangsmaterial. Dann hat er quasi 24 spezifische Gene, die er quasi aus der Eizelle isoliert hat und wo er wusste, okay, die spielen irgendeine Rolle in der Pluripotenz, hat er quasi genommen, in Viren gepackt und diese 24 Viren hat er quasi auf diese embryonalen Fibroblasten gegeben. Und was ist dann passiert? Von diesen Millionen Fibroblasten haben sich die Zellen nach der Infektion mit den verschiedenen Viren, mit den verschiedenen Faktoren, da haben sich einige in gelbe Zellen entwickelt, manche sind blau geblieben und andere haben halt dieses grüne Signal angeschalten. Das heißt, aha, okay, sie entwickeln sich in die richtige Richtung, sie entwickeln sich in pluripotente Zellen. Was er dann gemacht hat, ist eigentlich quasi das Interessante an dem ganzen Experiment. Er hat dann nicht mehr 24 Faktoren überexprimiert oder 24 verschiedene Viren genommen, sondern nur noch 23 und hat geguckt, ob er dann immer noch grüne Zellen bekommt. Und er hat immer einen anderen Faktor rausgenommen und wusste dann halt, okay, wenn ich Faktor A aus dem 24 Virencocktail rausnehme und ich bekomme keine grünen Zellen mehr, ist dieser Faktor A ganz wichtig. Und auf diese Art und Weise ist er von 24 Faktoren auf 10, 7 und dann auf die 4 von mir vorhin beschriebenen Faktoren heruntergekommen, OCT4, SOX2, CMYC und KLF4. Diese Zellen kann man dann quasi anhand dieser grünen Farbe isolieren und aufreinigen. Und hat
hat am Ende dieses Aufreinigungsprozess eine mehr oder weniger homogene Zellpopulation, die quasi nur diesen induzierten pluripotenten Stammzellen entspricht. Hier oben gibt es so ein kleines Video, was quasi diesen Reprogrammierungsprozess, wie wir ihn nennen, quasi zusammenfasst. Diese länglichen Zellen sind quasi die Fibroblasten, die in dem von mir beschriebenen Experiment quasi grün werden. Und was wir sehen, ist, über die Zeit verändern die Morphologie und hier entwickeln sich so Kolonien. Und das sind die Kolonien, die ich vorhin erwähnt habe, die pluripotenten Stammzellkolonien. Und das ist ein Zeitraffer-Video über 18, 19 Tage. Und in dem Fall sind halt zwei Kolonien aus verschiedenen pluripotenten Stammzellen, induzierten pluripotenten Stammzellen entstanden. Nur damit man das mal quasi vor Augen hat, wie das ist. Und in der Realität läuft es jetzt so ab, dass wir quasi Patientenproben bekommen, diese vier Faktoren in diese Patientenproben einbringen und dann über diese 20 Tage diese Kolonien isolieren, quasi anhand der Morphologie oder anhand eines Markers, eines GFP-Markers oder anderer Markermoleküle und diese Zellkultur dann für unsere Studien heranziehen. Ich würde mal sagen, von 2006 bis 2012 war es das vornehmliche Interesse, diesen Prozess zu verstehen. Also wie funktioniert die Reprogrammierung? Welche molekularen Mechanismen laufen ab? Wie genau kann man das optimieren? Und so weiter und so fort. Am Anfang wurden Viren benutzt, die sich in das Genom integriert haben. Das heißt, sie haben sich irreparabel in die genetische Sequenz eingefügt und man konnte das nicht genau vorhersehen, wo die sich eingesetzt haben. Das ist natürlich ein Problem, wenn man die Zellen weiter differenzieren will und Krankheitsmodellierung durchführen will. Weiß man nicht, ob der Phänotyp, den man beobachtet, dann quasi auf Grundlage der genetischen Mutation ist, die man durch den Patienten bekommt, oder ob es auf Grundlage der Insertion der fremden DNA in die genomische DNA. Deswegen hat man von 2006 bis 2012 diese Reprogrammierungsmethoden verbessert, indem man andere Transportermoleküle benutzt hat, die sich nicht mehr dauerhaft ins Genom integriert haben. Von 2012 an bis jetzt beschäftigt sich das Feld eher mit der Differenzierung, also Ausreifung in spezialisierte Zellen, um halt quasi Krankheitsmodellierung oder Medikamententestung zu machen. Am besten beschrieben sind die Differenzierungsprotokolle in Nervenzellen, Herzmuskelzellen und Hepatozyten. Wie sieht das ungefähr aus? Das sind quasi Herzmuskelzellen, die aus pluripotenten Stammzellen differenziert wurden. Und wie läuft das ab? Man plattiert diese pluripotenten Stammzellen in vitro auf seine Zellkulturschale aus und moduliert verschiedene Signalkaskaden innerhalb der Zelle. In dem Fall den Wind-Signalweg, den aktiviert man über zwei Tage, dann gibt es eine Ruhephase und dann inhibiert man den Wind-Signalweg für zwei Tage. Und im Anschluss von 7 Tagen, wenn alles funktioniert und alles super läuft, hat man einen Monolayer, also einen durchgängigen Rasen von rhythmisch schlagenden Herzmuskelzellen. Und das ist schon sehr interessant, weil normalerweise, wenn man da reinguckt, ist so eine Zellkultur weniger interessant. Das ist eher statisch, passiert nicht viel. Und wenn dann doch mal was sich bewegt, ist das schon sehr interessant. Diese Zellen werden dann im Nachgang charakterisiert, also exprimieren die charakteristische Oberflächenmoleküle oder intrazelluläre Moleküle und verhalten die sich elektrophysiologisch analog von normalen Herzmuskelzellen, die wir auch im adulten Organismus finden. Ähnlich ist es für die neuronale Differenzierung. Auch hier kann man verschiedene Signaltransduktionskaskaden anschalten und dadurch die Differenzierung einleiten. Man kann aber auch durch die spezifische Überexpression eines gewissen Faktors oder eines gewissen Gens die Differenzierung beschleunigen. In dem Fall ist es ein Gen, das nennt sich NGN2.
wo man quasi, wenn man dieses Gen in pluripotenten Stammzellen überexprimiert, entwickeln sich innerhalb von 14 Tagen voll ausgereifte Nervenstrukturen, die auch eine Signaltransduktion bedingen. Ich hoffe, das Video geht leider nicht. Auch hier hatte ich ein kleines Video, das ist leider jetzt auf meinem Mac, geht nicht, wo man dann halt sieht, wie die Zellen quasi grün werden und dann diese Fortsätze bilden. Ist jetzt schade, dass es nicht funktioniert, aber im Prinzip müssen Sie mir jetzt glauben, dass man da grüne Zellen sieht mit langen Fortsätzen und das ist quasi wieder ein Zeitraffer-Video über 2 Wochen, die diesen Prozess zusammenfasst. Das Potenzial der Stammzellen, der pluripotenten Stammzellen, ist schon enorm, aber im Zusammenhang mit einer weiteren Methode, die erst 2014 bis 2016 richtig an Fahrt aufgenommen hat, kann man quasi das Potenzial der pluripotenten Stammzellen voll ausschöpfen. Das ist die sogenannte Genomeditierung, wo man gezielt einzelne Mutationen, also Punktmutationen in einer Zielzelle bearbeiten kann. Also man kann von einem Patienten, von dem man weiß, die Mutation im Gen ABC bedingt Alzheimer-Erkrankung oder eine bestimmte Herzerkrankung, kann man isolieren, kann man korrigieren in vitro, quasi diese Punktmutation austauschen und eine sogenannte isogene Zelllinie generieren. Isogen heißt in dem Fall genetisch identisch, außer dieser einen korrigierten Mutation. Und wenn man diese beiden Zelltypen oder Zelllinien parallel in meinetwegen Herz- oder Nervengewebe differenziert und dann miteinander vergleicht, weiß man, die Unterschiede sind auf diese Mutation zurückzuführen und kann dahingehend eventuell Behandlungsmöglichkeiten neu definieren. Wie gesagt, diese Methode ist relativ neu. Man sieht auch hier, dass sehe es gerade nicht, aber in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich die Publikationsrate dramatisch erhöht. Also es heißt, dass die Methoden verbessert wurden. Initial gab es sogenannte Zinkfingernukleasen oder Tallen-Transkriptionsfaktor Nukleasen oder jetzt in näherer Zukunft oder in der heutigen Zeit CRISPR-Cas-basierende Methoden, mit denen man gezielt das Genom verändern kann. Zum Einsatz kommt es, wie gesagt, in der Forschung, in der Nutztierhaltung, bei der Herstellung von oder Einführung von spezifischen Mutationen oder Reporterkonstrukten und ist quasi jetzt von der biomedizinischen Forschung nicht mehr wegzudenken. Ich sehe, ich bin schon ziemlich spät. Ich werde mal ein bisschen auf die Tube drücken. Deswegen überspringe ich mal die Spezifika der verschiedenen Nuklease-Mechanismen. Wie gesagt, wichtig ist, dass am fortschrittlichsten ist sozusagen das CRISPR-Cas9-System, was quasi ein prokaryontisch adaptiertes Immunsystem darstellt, was man analysiert hat, verstanden hat, wie es funktioniert und jetzt auch in der Säugetierzellkultur anwenden kann. Und was macht man damit? Das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Mithilfe dieser Methoden, also entweder Tallen- oder CRISPR-Cas-Methoden, kann man gezielt Modifikationen oder Zellkultur bearbeiten, Mutationen korrigieren und den Phänotypen analysieren und eventuell Zellen für die Transplantation gewinnen oder um die Krankheitsmodellierung zu ermöglichen. Es gibt hier noch eine Zwischenfrage. Ja. Und zwar, macht es aus Ihrer Sicht Sinn, Nabelschnurblut aufzubewahren? Also mit dem Nabelschnurblut an sich, das sind mesenchymale Stammzellen. Also die haben eigentlich nur das Potenzial, sich in Knorpel Knochen und Fettgewebe zu entwickeln. Also sind Stammzellen mit eingeschränktem Entwicklungspotenzial. Eventuell, wenn sie unter
klinisch relevanten Bedingungen gewonnen werden, also sogenannten GMP-Bedingungen, könnten diese Zellen eine Relevanz für die Herstellung von pluripotenten Zellen in der Zukunft haben. Also dass man quasi aus diesem Nabelschnurblut Zellmaterial entnimmt, was möglichst wenig Mutationen hat, weil es ja quasi ganz frisch ist, und dann in induzierte pluripotente Stammzellen überführt, um eventuell dann mal irgendwann Material generieren zu können, um Organe zu ersetzen. Aber da sind wir noch so weit weg, dass ich denke, das ist jetzt noch nicht von großer Relevanz und ist jetzt mehr so eine Geldschneidereimasche, würde ich mal sagen. Also nicht, bin ich so ein Fan davon, um es mal ganz deutlich zu sagen. Okay, vielen Dank. Es gibt noch weitere Fragen. Ja. Und zwar, wie behandelt man dann die Krankheiten? Muss man da nicht alle Zellen des Körpers behandeln? Oder erkennt der Körper dann die gesunden Zellen bei einer Transplantation beispielsweise? Naja, man hat die Mutation ja meinetwegen in dem Gen überall in allen Körperzellen. Aber die Mutation kommt ja nur zum Tragen, wenn dieses Gen eine Rolle bei einem bestimmten Organ hat, zum Beispiel in der Leber. Also ein Lebergen wird nicht im Herzen exprimiert, also interessiert uns nicht, ob das Gen im Herzen korrigiert wird oder in der oder eben nicht. Es ist wichtig, dass es in der Leber korrigiert wird, da wo es dann eine Funktion ausführt. Deswegen ist die Hoffnung, dass man quasi mit diesen CRISPR-Cas oder diesen Nuklease-Technologien gezielt Mutationen in dem Gewebe korrigieren kann, am besten in der Stammzellpopulation, um das, damit sich das Zellmaterial intrinsisch wieder erneuern kann. Und außerhalb des Körpers ist das ja für uns nur interessant, um die Krankheit genauer zu analysieren. Also bisher war es ja nicht möglich, Herzmuskelgewebe länger in Kultur zu behalten. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine Krankheitsmodellierung machen wollten und vom Patienten Zellmaterial bekommen haben, konnten wir das nicht am Leben erhalten. Nach 3 bis 4 Tagen war das Herzmaterial dann tot. Und wir konnten keine Medikamente testen, keine Signaltransduktionskaskaden untersuchen. Und das ist jetzt halt mit dem System möglich. Vielen Dank. Okay, dann eine ganz kurze Zusammenfassung nochmal über Stammzellen, pluripotente Stammzellen allgemein. Also pluripotente Stammzellen findet man nicht im adulten Organismus, findet man nur in sich entwickelnden Embryo und quasi in der frühen Embryonalentwicklung im Stadium der Blastozyste im Zelltyp der inneren Zellmasse. In vitro kann man diesen Zelltyp durch einen Prozess herstellen, der heißt induzierte Pluripotenz oder Reprogrammierung, indem man somatische Zellen über die Urexpression von den 4 Transkriptionsfaktoren, Pluripotenz oder Reprogrammierungsfaktoren, OCT4, SOX2, NANOC und KLF4 und CMYC, jetzt waren es 5, 2 verschiedene Kombinationen, ich will das aber nicht zu sehr strapazieren, also eigentlich sind es 4, überführt in pluripotenten Zustand und diese Zellen können gezielt differenziert werden. Das heißt, ausgereift werden in spezialisierte zelluläre Systeme wie Herzmuskelzellen, neuronale Zellen, Leberzellen, die dann quasi für die Krankheitsmodellierung eingesetzt werden. Der Zustand der Reprogrammierung beschreibt quasi, wie man eine terminal ausdifferenzierte somatische Zelle in quasi diesen pluripotenten Zustand überführt. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was aber auch geht, man kann gewisse ausdifferenzierte Zellen auch über eine sogenannte Transdifferenzierung in andere Zelltypen überführen. Also man kann Fibroblasten zum Beispiel über die Überexpression spezifischer Faktoren wieder, das sind aber andere, in Nervenzellen differenzieren. Das ist auch noch ein spannender Aspekt, den ich jetzt aber in dem Zusammenhang jetzt erstmal außen vor lassen würde wollen, aber gibt es auch noch Methoden diesbezüglich. Das ist die Zusammenfassung
oder die grobe Charakterisierung der Stammzellen und was wir mit den Stammzellen machen. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was erzählen, was ich im Speziellen oder wir hier als Forschungsschwerpunkt haben. Bis jetzt haben wir ja nur von Stammzellen von einer Maus oder von Menschen gesprochen. Aber die Frage ist, ist dieses System nur anwendbar bei der Maus oder bei Menschen? Oder kann man diesen Zelltypen mit uneingeschränktem Differenzierungspotenzial quasi auch für die Arterhaltung einsetzen? Die Idee ist quasi von gefährdeten Tierarten wie dem Nashorn, Orangutan oder speziellen Tieren wie dem Nacktmull Hautproben zu entnehmen, diese Hautproben zu reprogrammieren in Stammzellen, die dann zu differenzieren in Vorläuferzellen von keimbaren Zellen, wie Eizelle und Samenzelle, in vitro zu fertilisieren, in eine Leihmutter einzusetzen und dann eventuell wieder eine vom Aussterben bedrohte Art zu retten. Und wir haben das interessante Modellsystem Nashorn. Ich wusste, bevor ich quasi hiermit angefangen habe, gar nicht, wie viele verschiedene Arten von Nashörnern es gibt. Also wichtig ist, ganz kurze Einführung, es gibt das Breitmaul-Nashorn, das Spitzenmaul-Nashorn, das Panzer-Nashorn, Sumatra-Nashorn und das Java-Nashorn. Das sind die 5 Arten, die es weltweit noch gibt. Und das Spitzmaul-Nashorn ist quasi, das nennt sich auch das schwarze Nashorn, lebt quasi in fast Südafrika und Zentralafrika. Und man sieht hier quasi, dass nach 1970 die Population drastisch durch Bejagung, durch Wilderei oder durch Habitatsverlust reduziert wurde. Ähnlich sieht es aus bei dem Breitmaulnashorn. Da haben wir 2 Subspezies, quasi das südliche Breitmaulnashorn, das quasi sich in Südafrika befindet, und das nördliche Breitmaulnashorn. Das Problem ist, von dem nördlichen Breitmaulnashorn gibt es weltweit zurzeit noch 2 Individuen, 2 Weibchen. Das ist alles, was noch übrig geblieben ist. Und vom südlichen Breitmaulnashorn gab es mal einen ähnlichen Kollaps der Population, wo quasi wenige 100 Tiere noch am Leben waren, aber über massive Zuchtprogramme konnte sich diese Population wieder stabilisieren. Nur mal, um einen Größenvergleich zu haben, sind relativ groß und wie gesagt, das südliche Breitmaulnashorn, wie man sieht, 1895 hat man vermutet, dass noch 20 Tiere vom südlichen Breitmaulnashorn vorhanden waren und jetzt 97 waren es 8400 wieder. Also die haben sich relativ erholt. Das größte Problem ist Wilderei, was immer noch nicht in den Griff zu bekommen ist und in verschiedenen Ländern vornehmlich als Einnahmequelle dient und immer noch ein Problem ist. Horn ist wirklich sehr begehrtes Gut, wenn man mal den Kilo Preis vergleicht zu Kokain und Gold, sieht man, in welcher Gewinnsparte sich das Geschäft da bewegt und deswegen werden die Tiere auch gnadenlos bejagt. Schutzmaßnahmen, die man mal überlegt hat, war die aktive Enthornung der freilebenden Nashörner, das Horn mit Hightech-Sendern zu versehen oder das Horn quasi für den Verkauf unbrauchbar machen, indem giftige Farbe injiziert wird. Alle diese Methoden sind sehr drastisch und wurden auch nicht bis ins letzte Detail quasi nachverfolgt. Wie gesagt, jetzt könnten wir mal, also normalerweise halte ich diesen Vortrag nur bei Studenten und frage dann immer nach, wie viel man denkt, wie viele Tiere denn von den jeweiligen Spezies noch vorhanden sind. Das werde ich heute mal überspringen. Wie gesagt, von dem nördlichen Breitmaulnashorn gibt es noch 2. Vom südlichen Breitmaulnashorn sind es jetzt 20.000
97, wie eben gezeigt, waren es noch 8000, also die haben sich relativ gut erholt. Vom schwarzen Nashorn gibt es leider nur noch 5000, vom Panzernashorn noch 3000, Sumatra weniger als 100. Ich würde sagen, das ist jetzt schon mehr an die 40 ran. Und vom Java-Nashorn sind es ja um die 50 oder noch weniger Tiere. Also man sieht, das ist ein großes Problem. Und durch traditionelle Schutzmaßnahmen kann man der Sache bei den meisten Tieren schon gar nicht mehr herkommen. Von welchen Tierarten gibt es denn schon embryonale Stammzellen? Also das habe ich hier mal aufgelistet. Vom Maus, von der Ratte, vom Affen, vom Hund, von verschiedenen Affenarten und von Hasen. Induzierte pluripotente Stammzellen gibt es auch von verschiedenen Affen und von Pferden, Ratten. Und 2011 wurde es erstmal beschrieben, dass man auch vom nördlichen Breitmaul-Nashorn pluripotente Stammzellen quasi generieren kann. Und das war der Ausgangspunkt unserer Forschung. Wie gesagt, die Idee ist, Hautproben zu entnehmen, die zu reprogrammieren und in Keimbahnzellen zu differenzieren. 2015 haben wir ein internationales Meeting gehabt und quasi ein Konsortium gegründet, quasi aus zwei Branches bestehend, dem San Diego Global Zoo in Kalifornien und dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Das sind quasi die beiden wissenschaftlichen Standorte, die an dem Projekt arbeiten. Und wir verfolgen zwei Ziele. Einmal ist quasi die Verwendung von natürlichen Gameten, wo wir quasi unsere Partner nach Kenia fahren, die Eizellen den verbleibenden zwei Nashörnern entnehmen. Die werden künstlich befruchtet eingesetzt in einer Leihmutter und man hofft auf diese Weise zumindest die Art zu erhalten. Das Problem in diesem Zusammenhang ist, wir haben nur noch zwei Individuen, also haben wir nur noch zwei mögliche genetische Backgrounds sozusagen, die wir quasi nutzen können für den Versuch. Das Problem ist, die beiden Tiere sind auch miteinander verwandt. Deswegen ist diese Population oder dieser Branch alleine reicht nicht aus, um quasi die Art zu erhalten. Was es aber gibt, es gibt von mehr als 15 Tieren eingefrorenes Zellmaterial. Und dieses eingefrorene Zellmaterial versuchen wir jetzt oder haben wir in den letzten Jahren in induzierte pluripotente Stammzellen überführt und versuchen jetzt diesen Weg zu beschreiben, wie wir über induzierte pluripotente Stammzellen zu den Vorläuferzellen von Ei- und Samenzelle kommen können, die wir dann in vitro, also außerhalb des Tiers, befruchten können und dann quasi wieder in eine Leihmutter einsetzen können. Wie gesagt, Eizellen werden von den letzten beiden Weibchen entnommen oder wir probieren sie aus Stammzellen auszureifen. Vom Sperma haben wir eingefrorene Spermien von drei verschiedenen Bullen oder wir können die Spermien eventuell auf lange Sicht auch aus den Stammzellen ausreifen. Spitzen oder nicht Vorreiter in diesem Gebiet ist Professor Hildebrand vom IZW, der quasi die artifizielle Befruchtung von Elefanten und von Nashörnern quasi perfektioniert hat. Für diese natürlichen Gameten konnten wir zeigen, dass wir aus diesen natürlichen Gameten, also Eizellen entnehmen konnten, die Eizellen befruchten konnten und aus diesen befruchteten Eizellen Stammzellen isolieren, um quasi die Forschung mit diesem Zellmaterial voranzutreiben. Das ist uns zusammen mit unserem Kooperationspartner Cesare Galli in Italien gelungen, der quasi die Befruchtung, die künstliche Befruchtung der entnommenen Eizelle vorgenommen hat und die pluripotenten Stammzellen aus der Blastozyste isoliert hat. Wir haben diese Zellen quasi eingehend charakterisiert. Prozedur passiert am betäubten Nashorn, wo dann die Eizellen entnommen werden. Ich sehe hier nicht so viel, aber Professor Hildebrand kann da sich durcharbeiten und identifiziert alles.
Das ist so quasi eine isolierte Eizelle. Die isolierte Eizelle kommt, wie gesagt, zu Professor Galli. Er befruchtet die Eizelle und lässt sie in vitro ausreifen. Man sieht hier schön die Zellteilung vom 2, 4, 8 und so weiter Zellstadium bis zur Blastozyste. Das ist die Blastozyste, die ich vorhin gezeigt habe, und hier die innere Zellmasse, die er quasi isoliert hat, um die pluripotenten Stammzellen zu generieren. Diese pluripotenten Stammzellen haben wir dann bekommen, charakterisiert und benutzen die jetzt für unsere Forschung, um halt wieder Keimbahnzellen zu differenzieren. Also es ist ein sehr aufwendiger Prozess, aber wir machen gute Fortschritte. Auf der anderen Seite, also wir, wie gesagt, wir haben ja einmal die natürlichen Gameten und einmal die hergestellten artifiziellen Gameten. Die probieren wir halt über die induzierte Pluripotenz zu generieren. In dem Bereich arbeiten wir zusammen mit dem Herrn Drucker und Katsuyuki Kobayashi in Leiden und Japan. Und das Ziel ist quasi, aus den pluripotenten Stammzellen Vorläuferzellen der Keimbahnzellen zu generieren, um halt Spermien und Eizellen zu differenzieren. Katsuyuki Kobayashi hat gezeigt, dass das prinzipiell möglich ist, und zwar an der Maus. Also er hat quasi Mausfibroblasten genommen, die reprogrammiert, diese reprogrammierten Zellen in Eizellen differenziert. Das ist quasi hier abgebildet. Diese Eizellen hat er quasi dann befruchtet und wieder implantiert und austragen lassen. Und die Mäuse waren, die entstandenen Mäuse waren komplett gesund, haben eigene Nachkommen gebildet und waren halt quasi der Beweis, dass die Methode an sich funktioniert. Und wir wollen die Methode jetzt quasi auf das nördliche Breitmaulnashorn überführen. Haben, wie gesagt, iPS-Zellen hergestellt und befinden uns gerade in der Publikationsphase, den ersten Schritt zu machen, diese Vorläuferzellen der Ei- und Samenzelle zu differenzieren. Und wie das ungefähr aussieht, wenn man sich das in der Kultur anschaut, zeige ich Ihnen gleich. Vorab, 2015 gab es noch 5 nördliche Breitmaulnashörner, also als wir angefangen haben. Und dann sind leider im Jahr 2015 Nabire und Nola verstorben und das letzte Männchen Sudan 2018. Wie gesagt, hier so sieht das aus, wie man quasi die Fibroblasten hergestellt hat aus der Hautprobe. Und jetzt wird es ein bisschen detailliert, wie wir die Zellen quasi reprogrammiert haben, also in induzierte pluripotente Stammzellen überführt haben und verschiedene Kultivierungsbedingungen überführt haben und mit verschiedenen Fluoreszenzmarkern markiert haben, um die Pluripotenz innerhalb der Zellen besser analysieren zu können. Auch hier konnten wir zeigen, dass diese induzierten pluripotenten Zellen sich in verschiedene Zelltypen ausreifen können, wie hier zum Beispiel in einzelnen Kardiomyozyten. Und wenn man sich mal so ein Rhinoceros-Herz anguckt, ist das schon faszinierend, dass auf molekularer Ebene die Kardiomyozyten, die Herzmuskelzellen, vom Nashorn sich quasi nicht unterscheiden lassen vom Human- und Nashornsystem. Also das kann man nicht definieren. Das sind quasi vom Nashorn differenzierte Herzmuskelzellen in der Zellkulturschale. Und was man sieht, man kann die mit Isoproteranol, das ist sowas wie Adrenalin, auch zum schnelleren Schlagen anregen. Also sie sehen nicht nur so aus wie humane Kardiomyozyten, sie verhalten sich auch wie humane Kardiomyozyten. Und ehrlich gesagt war das ein sehr interessantes Erlebnis für mich. In der Wissenschaft hat man viel mit Enttäuschung zu tun, wo halt quasi Experimente nicht funktionieren. Und in dem Fall war es halt so, dass ich die Zellen, die pluripotenten Zellen des Nashorns differenziert habe und jetzt nicht unbedingt erwartet habe, dass die Herzmuskelzellen ausbilden. Und war dann sehr überrascht, als ich dann nach 3 Wochen die Zellkulturschale geschaut habe und dann halt schlagendes Material vorgefunden habe. So eine Momente muss man sich dann immer mal vor Augen führen, damit man weiß, warum macht man das eigentlich alles.
Das lasse ich mal weg. Das ist ein bisschen spezifischer, wie wir jetzt quasi die Keimbahnzelldifferenzierung anhand von verschiedenen Markermolekülen quasi definieren oder verfeinern wollen und inwieweit wir diese Vorläuferzellen der Keimbahnzellen mit Co-Kultivierungssystemen von anderen zellulären Material ausreifen wollen, in Samen und Eizelle. Was uns bis jetzt noch nicht geglückt ist, wo wir vermuten, dass es speziesspezifische Unterschiede in den Signaltransduktionskaskaden eine Rolle spielen oder wir die Kultivierungsbedingungen noch nicht 100% optimal getroffen haben. Warum ist dieses System für unser, oder warum denken wir, ist das so wichtig? Also wir haben jetzt quasi einen Modellorganismus, das nördliche Breitmaul-Nashorn, wo wir quasi diese Methodik erstmal testen wollen. Der Grund dafür ist, dass die Zellen wiedererwartend sehr gut auf die menschlichen Kultivierungsbedingungen ansprechen und dass wir eine sehr nah verwandte Art haben. Also das südliche und nördliche Breitmaul-Nashorn sind so nah verwandt, dass der Embryotransfer auf dieser Ebene eigentlich kein Problem darstellen sollte. Nichtsdestotrotz sind natürlich andere Tierarten auch stark gefährdet. Und es gibt verschiedene internationale Initiativen, die schon über mehrere Jahrzehnte lebendes Zellmaterial sammeln, was quasi Ausgangspunkt für diese Methodik ist. Und als Vorreiter in diesem Gebiet ist quasi der Frozen Zoo in San Diego, die schon seit 1970 quasi Zellmaterial von verschiedenen Tierarten isolieren und in diese Friercontainer überführen und im flüssigen Stickstoff für die Nachwelt erhalten. Und dieses Zellmaterial ermöglicht uns eventuell in der Zukunft vom Aussterben bedrohte Tierarten zu retten oder schon ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben erwecken. Wie gesagt, es gibt verschiedene Initiativen, The Frozen Ark, Frozen Zoo, Cryo Bremen in Deutschland, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Und wie gesagt, warum haben wir das, müssen wir das machen? Meiner Meinung nach, die Tiere, die aussterben, sterben nicht aus natürlichen Gründen aus, sondern die sterben aus aufgrund der Einflüsse von uns Menschen. Und daher denke ich, wir sollten alles Mögliche tun, um das wieder rückgängig zu machen, wenn wir Möglichkeiten haben. Aber nichtsdestotrotz wäre es mir am liebsten, wenn unsere Methode, die wir jetzt beschreiben, eigentlich nie einsetzen müssten. Also am liebsten wäre es mir, wenn wir, bevor wir quasi an den Punkt kommen, wo wir nur noch zwei Tiere haben, schon vorher so viel für den Arterhaltung oder für den Artschutz tun, Artenschutz tun, dass die Tiere quasi nicht mehr in einer Zellkulturschale erst wieder belebt werden müssen, sondern dass wir vorher schon die Reißleine ziehen können. Mit diesen Worten sage ich danke, danke für die Aufmerksamkeit. Und was auch noch wichtig ist, was ich noch abschließend sagen will, der Forschungspunkt, den wir haben, es geht wirklich nur darum, Tiere zu erhalten oder zurückzuholen, die quasi von uns direkt betroffen sind oder durch unseren Einfluss gestorben sind. Wir wollen nicht Mammut oder Mammut oder wie auch immer Woolly Nashorn wiederbeleben, die quasi durch evolutionsbedingte Gründe ausgestorben sind. Das ist meiner Meinung nach ethisch nicht korrekt und ist macht wenig Sinn, weil die Lebensräume, die die Tiere damals hatten, gibt es gar nicht mehr. Also warum sollen wir diese Tiere jetzt künstlich wieder zum Leben erwecken, wenn sie dann nicht in ihrem natürlichen Lebensumfeld aufwachsen können oder leben können? Das noch als Randbemerkung zum Schluss. Ja, vielen, vielen Dank. Fand ich wirklich auch sehr interessant. Und es gibt auch noch ein paar Fragen. Ich habe jetzt einfach mal gewartet. Ich habe mir nicht gedacht, dass sie langsam zum Ende kommen, bevor ich sie stelle. Und zwar ging es dann noch einmal um die Leihmutterschaft. Ob das denn auch nah verwandte Nashornarten übernehmen können? Genau, das ist in dem Fall, was ich probiert habe, gerade noch zu erwähnen.
Deswegen ist dieses nördliche, südliche Breitmaul-Nashorn so ein interessantes Modell, weil es quasi keine eigene getrennte Art ist, sondern eine Subart oder eine Unterart, die quasi sehr nah verwandt sind. Die können sich auch noch fortpflanzen untereinander, was einmal im Zoo passiert ist. Aber man kann diese Embryonen dann in ein südliches Breitmaul-Nashorn einbringen. Und zurzeit, was wir oder unsere Kooperationspartner machen, dieser Embryotransfer wird quasi an südlichen Breitmaul-Nashorn-Embryonen getestet, um quasi die nördlichen Breitmaul-Nashorn-Embryonen, die wir schon haben, irgendwann mal ein südliches Breitmaul-Nashorn einsetzen zu können. Okay, das heißt aber auch, wenn diese Methode irgendwann mal ausgereift sein sollte und man dann vielleicht das auch auf die Erhaltung anderer Arten anwenden wollen würde, müsste es da auch die Bedingung geben, dass es halt eine Leihmutter gibt, die passend ist für den Embryo. Genau, also Nashörner sind ja nah verwandt mit, oder relativ nah verwandt mit Pferden. Man muss dann halt gucken, welche Tierart am nächsten dran ist und was ist ethisch vertretbar, eine Tierart zum Beispiel für den Erhalt einer anderen Tierart zu opfern, sozusagen. Also es gibt immer Aspekte, die man halt abwägen muss. Aber unabhängig von Leihmütterschaften oder Leihmütter, die eventuell in Frage kommen, entwickelt sich die Forschung in dem Bereich ja auch weiter. Es gibt auch schon In-vitro-Systeme, die quasi die Leihmutterschaft auf lange Sicht ersetzen wollen würden. Also, aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Und man muss da mal aufpassen, wo man die Grenze zieht, was man macht und was man nicht mehr macht, nur weil man es, also man muss nicht alles machen, was man machen kann. Meiner Meinung nach, man muss schon sinnvolle Sachen machen. Und die muss man auch ethisch vertreten können. Okay. Und eine, ich glaube, letzte Frage gab es noch dazu, wie lange Eizellen und Spermien eingefroren überhaupt denn nutzbar sind und ob sie irgendwann nicht mehr nutzbar sind. Ich glaube, da gibt es noch keine Langzeitstudien für, aber ich glaube, 35 Jahre eingefrorenes Spermium wurde schon benutzt für die Befruchtung von einer Eizelle beim Menschen. Theoretisch dürfte es da keine zeitlichen Einschränkungen geben. Wir befinden uns da im Temperaturbereich von minus 178 Grad flüssigem Stickstoff. Mit Einfrierkonservierungsmedien, die quasi die Qualität der Zellen sicherstellen soll. Aber wer weiß, vielleicht geht es nur 200 Jahre, aber wie gesagt, dazu haben wir jetzt keine wissenschaftlichen Daten. Also was bis jetzt passiert ist, ist alles noch lebendig. Okay, ich hoffe, das beantwortet die Fragen, die gestellt wurden. Soweit. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie gerne den Moment noch nutzen und in den Chat schreiben. Es bedanken sich schon ganz viele für den interessanten Vortrag. Da wird jetzt noch gefragt, wäre die Methode denn auch grundsätzlich auf Nicht-Säugetiere anwendbar? Naja, es ist basierend auf pluripotenten Stammzellen. Induzierte pluripotente Stammzellen sind per se jetzt erstmal nur von Säugetieren beschrieben. Es gibt ein paar Publikationen, wo es auch von Vögeln beschrieben ist, obwohl das meiner Meinung nach nicht wissenschaftlich verifiziert ist. Also zurzeit ist es nur anwendbar, also dieser Reprogrammierungsprozess auf Säugetiere. Es gibt keine Fischstammzellen, induzierten pluripotenten Stammzellen. Und Okay. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich auch nochmal bei Ihnen dafür, dass Sie heute da waren. Für alle, die jetzt hier noch anwesend sind, kann ich vielleicht noch ganz kurz ansagen, dass in einem Monat unsere letzte Veranstaltung für das diesjährige Schuljahr stattfindet, und zwar am 6. April.
zum Thema eine maßgeschneiderte Immunantwort gegen Krebs. Da bin ich auch schon sehr drauf gespannt und ich hoffe, einige von Ihnen da wiederzusehen. Ich denke, ich werde am Freitag an alle Teilnehmenden das Teilnahmezertifikat verschicken. Sollte da jemand noch eine personalisierte Version für haben wollen, können Sie sich gerne gleich im Anschluss an dieser Veranstaltung an unsere E-Mail-Adresse wenden. Dann kann ich das auch gleich zu Freitag fertig machen. Und in der E-Mail finden Sie dann auch einen Link zu unserer Evaluation. Wir freuen uns immer, wenn wir ein kurzes Feedback bekommen, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Und genau, ich glaube, damit würde ich mich von Ihnen verabschieden für heute. Ich bedanke mich für das zahlreiche Interesse und hoffe, einige von Ihnen ein nächstes Mal wiederzusehen.